Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja. Heute drehe ich das Max-Update für euch. Der Max ist jetzt ein Jahr alt. Also am 5.04.2016 ist der Max ja geboren und ist jetzt quasi seit Mittwoch ein Jahr alt. Und wir hatten auch am 3.04., also den Montag vorher, 2 Tage vor dem ersten Geburtstag, die U6. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich das gleich zum Anlass und mache euch ein Max-Update. Das letzte Update ist vom 5.10.2016. Da war der Max auf den Tag genau ein halbes Jahr alt. Und wir haben heute den 9. Ja, wir haben heute den 9. Ist also jetzt ein Jahr und 4 Tage alt. Wir fangen auch einfach mit den Daten der U6 an. Und dann fange ich chronologisch an, was sich seit dem letzten Update getan hat, würde ich sagen. Das ist am einfachsten und wahrscheinlich die beste Variante, so ein Update zu drehen, für mich zumindest. Montag hatte der Max, also am 3.4., 75,5 cm, 10.280 Gramm und 45,5 cm war der Kopfumfang. Der Arzt sagte, er ist ein bisschen klein. Es gibt ja in den U-Heften immer diese Perzentilenkurven von den Kindern. Ich zeige euch das mal eben. Moment. Erstmal gab es ein neues U-Heft, die sehen jetzt ein bisschen anders aus und da haben wir ein neues bekommen und die Arzthelferin hat alles übertragen. Da sind ja hinten immer diese Perzentilenkurven drin. Die zeige ich euch jetzt mal eben. Das ist nämlich diese hier. Ja, und die Kreuzchen, das ist immer das, wie der Max gewachsen ist. Das hier oben, ja, Körperlänge Junge. War er also eigentlich immer drüber und jetzt ist er halt minimal drunter, wobei das Kreuzchen eigentlich noch ein bisschen höher muss. Wenn man es genau nimmt, ist das Kreuzchen nicht genau gesetzt. Aber ich bin der Meinung, das ist gar nicht so schlimm, denn Kinder wachsen so nicht immer so, wie sie sollen. In einer, also nicht in einer Kurve, sondern mal so, ne, um die schwarze Linie quasi drumrum. Und wahrscheinlich macht er einen Schub und ist beim nächsten Mal wieder größer. Von daher mache ich mir da gar keine Gedanken, wobei die Ärztin jetzt sagte, sie würde es gerne in 3 Monaten kontrollieren lassen. Aber ich frage mich, was will sie denn auch machen, wenn er dann noch kleiner ist? Dann ist es so und dann ist er eben ein bisschen kleiner. Er ist ja nicht zu klein und er wächst und von daher ist das ja alles okay. Und wie gesagt, also ich mache mir da gar keine Gedanken. Der Stand des letzten Updates, also des letzten Max-Updates, war, dass der Max gerade robben konnte am 5.10. Da war er genau auf den Tag, genau, wie gesagt, ein halbes Jahr alt. Ja, seit Anfang November mit 7 Monaten, also 7,5 Monate Anfang Mitte November, kann der Max dann auch krabbeln, richtig im, halt auf allen 4 Krabbelpositionen. Seit dem 27.11. kann der Max sich dann auch aus der Krabbelposition alleine hinsetzen und sitzt auch sehr sicher. Oder saß da schon sehr sicher und hat es seitdem eigentlich nur noch gemacht. Also liegen, spielen ist seitdem auch komplett vorbei. Dann seit Anfang Januar hat der Max dann auch kleine Schritte an den Händen gemacht. Also er konnte schon am Tisch stehen und sich hin und wieder auch selber hochziehen. Und hat dann auch kleine Schritte an beiden Händen gemacht. So 1, 2 Stück. Er hatte ja auch ganz lange keine Zähne. Die ersten beiden Zähne kamen nämlich erst am 14.01. waren sie durch. Das waren unten die beiden Schneidezähne. Da war der Max dann im November 7, 8, 9 Monate alt. Also mit 9 Monaten hat der Max die ersten Zähne bekommen. Hat jetzt aber auch mittlerweile schon 8 Stück. So dazu. Am 22.01. hat er sich dann seit dem Tag, also quasi nur noch alleine am Tisch hingestellt. Also ist auch, sobald irgendwas in der Nähe ist, wo er sich hochziehen kann, ist auch sitzend, spielen vorbei. Stühle, Tische, Sofa, Schränke, unsere Beine, Clara, überall zieht er sich hoch. Seit Anfang Februar kann er dann auch laufen am Lauflernwagen. Also wir haben ihn dann schon immer mal hingestellt, weil er anfangs ist der Lauflernwagen ihm beim Hinstellen immer weggerutscht, weil er noch nicht so sicher aufstehen konnte, dass er sich nicht am Lauflernwagen hochgezogen hat, sag ich mal. Und der ist dann immer weggerollt. Obwohl man unseren Lauflernwagen einstellen kann, wie schnell er laufen kann. Ich zeige euch das mal eben. Wir haben diesen hier. Der ist von VTech mit dem Spielbrett. Das kann man auch abmachen. Mittlerweile kann er auch ohne. Anfangs ist das, mussten wir das drauflassen zum Laufen, weil er umgekippt ist ohne. Da konnte er, weil er sich zu sehr am Lauflernwagen festgehalten hat. Ja, und dann kann man hier halt einstellen, wie schnell die Räder laufen. Entweder so oder ganz schwerfällig.
dann rutschen die eigentlich gar nicht übers Laminat oder so. Man kann sie dann halt richtig drehen. Und mittlerweile macht das so und kann es auch, ohne dass er sich also wirklich nur noch minimal an dem Lauflernwagen festhält. Jedenfalls kann er das seit Anfang Februar, kann er an dem Lauflernwagen dann laufen, weil vorher stand er dann immer rum und hat geguckt, was soll ich denn hier? Was ist das und warum stehe ich hier rum? So. Und hat sich dann auch schon mal vorne drüber gebeugt, um damit zu spielen. Macht er jetzt auch nicht mehr. Er läuft fleißig mit dem Ding durch die Gegend. Seit dem 20. Februar läuft Max auch an einer Hand. Also er braucht nicht mehr beide Hände zum Laufen. Läuft mittlerweile, das Datum habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber auch nur an einem Finger. Also er hält sich dann so quasi an meinem Finger fest und läuft. Sehr sicher eigentlich. Läuft also nur noch an Schränken entlang. Macht auch, wenn er es nicht merkt, einen Schritt alleine. Und er kann auch alleine frei stehen, solange er nicht merkt, dass er steht. Dann bekommt er Angst oder alle sagen, er ist zu faul. Und lässt sich dann fallen. Klatscht dann in die Hände, weil ich dann schon mal angefangen habe, bravo, bravo, wenn das erste Mal alleine stand. Ja, er schmeißt sich dann auf den Po, wenn er merkt. Also er fällt nicht um. Er schmeißt sich richtig auf den Po und macht bravo, bravo. Ja, er hat jetzt, wie gesagt, 8 Zähne, 3 oben. Nein, Quatsch. 5 oben, so. Die Schneidezähne, die daneben und den linken. Und unten 2 Schneidezähne und auch den linken daneben. Zähne, die kamen jetzt dann so seit Januar nach und nach. Und die 4 oben, die Schneidezähne und die daneben, die kamen alle gleichzeitig. Das hat aber super gemacht. Also er hat einen Abend ganz leicht erhöhte Temperatur gehabt, aber überhaupt kaum knatschig, kaum quengelig. Aber ich glaube, im Moment kommen wieder Zähne, weil er sabbert wieder wie ein Weltmeister. Man lässt sich nicht wirklich in den Mund gucken im Moment. Er hat nämlich auch leider einen Pilz im Mund und das tut halt ein bisschen weh. Er hatte nämlich die Woche vom Geburtstag stand er morgens auf und die Lippe war dick. Und wir waren einen Tag vorher den ganzen Tag auf dem Spielplatz und ich dachte, vielleicht hat er was im Mund gesteckt und hat sich gepiekst oder es hat irgendwas gestochen. Aber es wurde immer dicker und dann hat andere beim Kinderarzt angerufen und die haben gesagt, ja, kommen Sie vorbei, wir gucken uns das an. Ja, und er hat leider einen Pilz im Mund, er scheint sich irgendwas im Mund gesteckt zu haben, wo irgendwas dran war. Ja, und das tat halt ein bisschen weh und deswegen lässt er einen auch nicht wirklich gucken im Moment. Er isst aber wieder richtig, also warmes Essen hat eine ganze Woche lang kaum. Das tat halt weh, ganz vorsichtig nur mit den Zähnen vom Löffel gezogen. Das war es eigentlich schon, also er läuft an den Händen, an einem Finger. Er läuft nur nicht frei. Dafür ist er zu faul. Also es macht er nicht. Jedem seine Zeit. Er muss ja noch nicht laufen und er hat Zeit. Und ja, Spielzeug-Update machen wir im Extra-Video, denn ich mache ein extra Geschenke-Video, was der Max zum ersten Geburtstag bekommen hat. Daher würde ich sagen, wir machen auch schon fast Schluss. Achso, sprachlich, so ein bisschen hat er sich entwickelt. Also manchmal hört man ganz klar raus, dass er Clara sagt. Er hört aber auch den ganzen Tag nichts anderes, weil wir Clara ganz oft diesen Moment so in der Nicht-Hören-Phase, dann ruft man ganz oft, Clara, komm bitte. Clara, nein, mach das nicht. Clara, hier. Clara, komm bitte her. Und so weiter. Er hört den ganzen Tag eigentlich nur, wenn sie da ist, Clara. Man hört auch manchmal schon mal richtig raus, ganz klar, dass er Clara sagt. Ja, dann kann er Mama sagen, er kann Papa sagen. Er hat letztens Tic-Tac gesagt. Dann war bei meinen Schwiegereltern in der Wohnung, hängt eine ganz große Uhr. Die ist so groß. Dann stand meine Schwiegermutter mit ihm davor und sagte Tick, Tack, Tick, Tack. Ja, und er Tick, Tack. Kann er also auch. Also, er kann wahrscheinlich eher richtig sprechen, als dass er laufen kann, aber nun gut. Ja, Spielzeug kommt jetzt gleich im nächsten Video. Also, für mich gleich im nächsten Video. Ich werde jetzt ein paar vordrehen, deswegen nicht wundern, dass ich immer das gleiche anhabe, weil ich ja nächste Woche Vollzeit arbeiten muss und damit ihr nicht ohne Videos seid, drehe ich jetzt ein paar vor. Und deswegen wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag und eine schöne Woche. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao!